Und damit schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wie ihr wisst, bin ich auch selber Nutzer der Samsung Tab S7 und habe dazu einen Haufen Videos gemacht. Auch zu anderen Tablets kamen in letzter Zeit sehr viele Videos, weil ich auch gemerkt habe, dass euch das Thema sehr, sehr interessiert. Deswegen geht es auch heute um das Realme Pad. Und das ist das erste Tablet aus dem Hause von Realme. Realme kennt man ja, gehört zu Oppo und ist allgemein eigentlich sogar relativ bekannt, zum Mittel, aber in Deutschland noch nicht ganz so weit vorne, wie ich es mir manchmal wünschen würde, weil die Geräte dann doch sehr interessant sind. Auch sehr interessant ist das Realme Pad, denn es soll auch eine Konkurrenz für das iPad Air sein, was man immer weniger sieht, weil die meisten versuchen, das iPad Pro anzugreifen und auch einfach dieses Arbeitstablet. Da ist das iPad Air ein einfacheres Ziel, aber natürlich auch schwer zu kriegen, weil es einfach sich sehr, sehr gut verkauft. Aus den Gründen, dass es sehr, sehr dünn, sehr leicht, einfach angenehm ist. Auch ich selber hab's daheim und deswegen kann ich das auch sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das mit dem Realme Pad? Wo sind die Punkte? Wie viel wird es kosten? Und hat es überhaupt irgendeine Chance? Dazu kommen wir jetzt. Also erstens, das Gerät ist 10,4 Zoll groß und somit ein Ticken kleiner als das iPad Air und mit 16:10 Format ist es ein wenig länglicher. Hinten haben wir eine schöne Kamera, ihr seht ja auch gerade die Bilder mit der Rückseite, die ich sehr, sehr interessant finde und auch wirklich sehr, sehr cool, mit diesem Streifen, der in der Mitte einmal durchgeht und auch dieses Realme Logo, was einfach schon ein bisschen was ausmacht, weil es einfach schon sehr, sehr cool aussieht. Auch die Kamera hinten sieht ja relativ interessant aus. Was wir auch wieder haben, ist dieses kantige Design, was wir auch von den ganzen iPads und eigentlich mittlerweile jedem Tablet haben. Da hat sich Apple einfach durchgesetzt. Das ist sehr, sehr kantig mit Aluminium. Das kommt einfach gut an und auch mir gefällt es persönlich sehr gut. Dazu besitzt das Gerät 4 Lautsprecher, was sehr, sehr cool ist. Bei einem Tablet, da will man nochmal sich was anschauen oder so und da passt sowas einfach immer sehr, sehr gut. Dazu befindet sich auch ein Slot für eine SIM-Karte oder eine MicroSD-Speicherkarte, was auch sehr, sehr cool ist, weil mit LTE-Version ist das natürlich schon wirklich 1A und somit kann man auch außerhalb auch Sachen anschauen oder auch surfen, was ich sehr cool finde. Dazu, was wir auch ultra cool finde, was ich mir manchmal auch bei anderen Tablets einfach wünschen würde, ist, dass wir hier einen Slot für den Stylus haben, also für den Stift, der auch kostenlos dabei sein soll. Das finde ich cool, das ist ein bisschen wie beim Note, den kann man einfach sehr, sehr schön reinschieben, da ist er verstaut, da weiß man, wo er ist und das finde ich extrem geil und das wünsche ich mir auch bei anderen Tablets, weil in den Geräten ist der Platz da und das finde ich einfach wirklich cool, wenn man da den Stylus einfach direkt zack drinnen verräumt, dann kann er schon mal nicht wegfliegen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dazu haben wir die Maße von 246 auf 155 auf 6,8 mm. Das heißt, es ist auch nur 7 mm dick, was sehr, sehr dünn ist und völlig okay für Tablets normal. Dazu haben wir einen Akku von 7100 mAh. Der ist mittelgroß für die Größe normal. Auch Gerüchten zufolge sollen wir 6 GB RAM und 64 GB Flash Speicher haben. Der Launch wird wahrscheinlich am 9. September sein, was mich auch sehr, sehr freut, weil das ist schon in ein paar Tagen und das heißt natürlich dementsprechend auch, dass wir bald das Tablet haben. Dabei wird das aber wahrscheinlich erstmal nur in China vorgestellt und kommt noch nicht direkt zu uns nach Europa, was ich aber ein bisschen schade finde. Zusätzlich dazu werden wir vorne auch nur 60 Hertz haben, dafür aber ein AMOLED-Display und so wichtig finde ich 120 Hertz dann nicht, hat nämlich das iPad Air auch ebenfalls nicht. Was wir haben werden an der Kamera ist vorne und hinten je 8 Megapixel, hinten 8 Megapixel mit Autofokus, was mich sehr freut, genauso wie der USB-C-Anschluss, den hat auch das iPad Air und da merkt man schon, dass es sich ähnelt mit dem iPad Air und auch mit den Daten vom iPad Air, was mich aber eher freut, weil das iPad Air wirklich ein sehr, sehr cooles Tablet ist. Der Prozessor, oder besser gesagt die Prozessorwahl ist dafür wieder etwas interessanter und für mich persönlich auch nicht ganz verständlich. Denn hierbei werden wir den MediaTek Helio G80 haben, was mich nicht ganz so freut. Helio, das mag ich einfach nicht. So einen Snapdragon 870 oder so, der wäre natürlich schon wirklich erste Sahne gewesen. Auch ein Dimensity 1200 wäre ein sehr, sehr cooler Prozessor gewesen. Leider haben wir hier den Helio und
das finde ich nicht ganz so schön und das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Der hat auch 108 GHz, das ist bestimmt kein schlechter Prozessor, nein, das bestimmt nicht. Und auch bei einem Tablet, was nicht fürs Arbeiten sein soll, reicht der normal problemlos aus, vor allem auch nur bei 60 Hz. Aber da wäre einfach ein Qualcomm oder ein Dimensity 1200 einfach wahrscheinlich die gescheitere Wahl gewesen. Das wird man aber dann natürlich auch im Test sehen, wie sich das Tablet dabei schlägt mit den 6 GB RAM und den 64 GB Speichern. Da der ja aber weiterbar ist, hat man da normal keine Probleme, was ich auch sehr wichtig finde, weil ab und zu tue ich schon auch die SD-Karte von meiner Kamera in mein Tablet rein und das funktioniert immer sehr, sehr gut und das finde ich sehr schade, wenn das nicht gehen würde. Denn das kann das iPad Air zum Beispiel nicht, genauso wenig wie das iPad Air über AMOLED verfügt, was mich wiederum freut, weil das einfach auch ein cooler Punkt ist. Wichtig ist natürlich auch die Software, hier haben wir Android 11, nur hat Tablets immer das Problem mit der Software und das ist einfach auch bei allen anderen Android Tablets einfach so, dass wir hier einfach extreme Softwareprobleme haben, weil Google sich einfach nicht selber fokussiert auf Tablets und somit muss der Hersteller was draus machen. Zum Beispiel Vivo macht das sehr, sehr cool und auch Samsung gibt sich da richtig Mühe. Auch Xiaomi hat da was dafür getan, aber jetzt ist natürlich die Frage, ob Realme auch da Zeit investiert und sagt, okay, wir machen eine Software, wir überarbeiten das Ganze, wir machen das Beste daraus, was Google uns bietet und das finde ich sehr, sehr cool. Dazu gehört ein Desktop-Modus oder auch so Sachen wie richtiges Multitasking und auch einfach eine richtige Einbindung von dem Stift und das finde ich sehr, sehr cool. Ich warte ja noch immer drauf, dass Google sich da einfach ändert und da einfach sagt, okay, wir kümmern uns darum, weil der Tablet-Markt steigt einfach und den will man eigentlich auch nicht nur Apple überlassen, vor allem weil das sehr, sehr schade ist, weil es ist immer so in der Marktwirtschaft, Monopol ist nicht gut und bei Tablets haben wir mittlerweile eigentlich fast ein Monopol von Apple und das ist wirklich nie gut, aber muss sagen, Android greift hart an. So viele Tablets wie dieses Jahr sind, glaube ich, noch nie rausgekommen und das ist immer eine gute Nachricht. Somit hoffe ich, dass auch euch dieses Video gefallen hat. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Damit unterstützt ihr mich völlig kostenlos. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, reingehauen.